willkommen zur chaotischen Viertelstunde an diesem Chaos-Treff. Es soll gehen um Monte Carlo Error Propagation. Wer hat das denn schon mal gehört? Wer weiß denn, wer hat es nicht nur gehört, sondern weiß auch, was es ist? Okay. Alles klar. So, erstmal die Frage, so, was ist denn das Problem? Man stelle sich vor, man steht im Labor. Für einige ist das eine angenehme Vorstellung, für andere ist das eine weniger angenehme Vorstellung. Und man misst so Werte. Man hat zum Beispiel irgendwie einen Wert A, Wert B und die miteinander zusammenrechnen und man bekommt dann irgendwie die Größe C raus. Und man misst im Labor so ein A und man misst so ein B und dann kann man daraus irgendwie die Größe C errechnen. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, da können wir uns mal angucken, wenn wir uns was anderes anschauen. Nehmen wir zum Beispiel mal Planck'sches Strahlungsgesetz. Das ist dann irgendwie die abgestrahlte Leistung ist H3 durch 1 durch exponential A durch K T minus 1. Das ist so eine schöne Formel. Da haben wir hier irgendwie so ein Planck'sches Strahlungsspektrum, das wir in Abhängigkeit von so einer Frequenz, von so einer Temperatur zu messen können. Nun ist es im Labor leider so. Doch da vorne und nicht unter der Tafel. Aber gut. Nun ist es natürlich so, dass wir im Labor die Sachen nie ganz sauber messen können. Wir haben immer Fehler drauf. Und jetzt müssen wir uns irgendwie überlegen, okay, wie können wir denn so einen Fehler so umsetzen? Also wie können wir diese Fehler, die wir hier haben, so behandeln, dass wir am Ende auch rauskriegen, wie groß unser Fehler hier ist? Denn es nützt mir relativ wenig, wenn ich diese Größe hier berechnen kann, aber nicht weiß, wie präzise ich diese Größe berechne. Zum Beispiel, wenn irgendwie die Größe ist 3 und ich habe einen Fehler von 37, dann ist das eher schlecht. Wenn die Größe aber irgendwie 37 ist und ich habe einen Fehler von 0,3, ist das schon eher gut. Hängt jetzt ein bisschen davon ab, was ich messe, aber so. Das ist so die Grundidee. Das heißt, wir müssen uns irgendwie anschauen, wie können wir so, wenn wir irgendwie eine Funktion haben, so eine Funktion c in Abhängigkeit von a und b, wie können wir irgendwie rauskriegen, wie so ein Fehler hier, wenn wir zum Beispiel auch einen Fehler haben, wie sich das auswirkt. Was wir zum Beispiel machen können, ist, wir machen mal so eine Taylor-Expansion. Wer weiß, was eine Taylor-Expansion ist? Wer weiß nicht, was eine Taylor-Expansion ist? Alles klar. Was ist eine Taylor-Expansion? Eine Taylor-Expansion ist ein sehr, sehr nützliches Werkzeug. Wir sehen das hier, das ist so eine Taylor-Expansion in the works. Was wir machen, ist, wir nehmen uns... Also eine Taylor-Expansion heißt, ich nehme mir eine Funktion, zum Beispiel Cosinus von x, und ich schreibe den Cosinus von x, den ich mir natürlich nicht merken kann als Taylor-Expansion, einfach um in eine Summe von Zeug. Im Fall von Cosinus ist das sowas wie 1 plus x Quadrat durch 2 macht das, plus, das muss ein Minus sein, wie ich schon sagte, ich habe keine Ahnung. Um als Summe von so Polynomen hier. In der Praxis sieht das dann folgendermaßen aus. Wir sehen hier, da wir haben hier irgendwie die 1 und dann kommt irgendwie das x Quadrat, das x hoch 3, das x hoch 4 und wir machen das Ganze um einen Entwicklungspunkt, nämlich den hier in dem Fall. Und wir sehen, okay, das wird irgendwie mit jedem höheren Term wird das besser. Also am Anfang ist es noch irgendwie mehr so scheiße. Und dann, wenn das jetzt verraten kommt, sind wir schon hier relativ gut. Und mit so 3 ist es sogar bis hier schon ganz okay und wird halt immer besser. Je mehr Terme wir mitnehmen, desto weiter können wir von dem ganzen Ding weg. Und unsere Taylor-Reihe liefert noch vernünftige Ergebnisse. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie so einen Punkt haben, wie zum Beispiel den hier, und wir wollen wissen, wenn wir jetzt einen kleinen Fehler auf die Größe, wie wirkt sich das denn aus? Nicht. So. Das heißt,
heißt, wir können einfach mal so eine Taylor Expansion machen. Und die Taylor Expansion ist nämlich nun definiert folgendermaßen. Wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt hier dieses C mal in A entwickeln, heißt das, wir haben irgendwie so C von A und B plus die Ableitung von C nach A mal den Fehler von A. Also Delta A. Delta A ist sozusagen die kleine Schwankung, die wir auf A haben. Das heißt, die kleine Abweichung, die wir haben. Das ist diese kleine Abweichung, die wir eigentlich immer hier haben. Das ist diese kleine Abweichung, die wir immer haben. Und die Taylor Expansion ist nun so definiert. Das geht jetzt noch weiter. Dann wird C nochmal zweimal nach A ab. Dann kommt der quadratisch rein. Und den ganzen Sermon können wir auch noch machen in B. Weil wir ja zwei Variablen haben, müssen wir es offensichtlich auch für B tun. Der nach Delta B von C mal Delta B. Und Delta B C. Delta B Quadrat. Plus noch weitere Terme, es kommen noch 3, 4 und 5 um die Ecke. Und eigentlich ist das ja alles doof, deswegen, was wir machen, ist, wir schmeißen erstmal ganz viel von dem Zeug wieder weg. Quadratische Terme, wer braucht denn so einen Scheiß? Deswegen schmeißen wir die einfach weg und sagen, die sind schon klein genug. Wir sagen ja, wir haben hier kleinen Fehler. Das heißt, wenn ich irgendwie diesen kleinen Wert jetzt nochmal quadriere, dann wird er noch viel kleiner. Und das heißt, wir sagen einfach, brauchen wir nicht. Wer braucht sowas schon? Ne? Ja. Nimm an, dass ich keine Ahnung habe. Ja. Warum schreibst du plus Delta A? Kann ich das ungefähr so vorstellen wie plus minus A? Genau, also plus minus Delta A eigentlich. Ah, okay. Also das ist so eine kleine Schwankung, die um diese Größe A schwankt. Wir messen halt nie A. Wir messen immer A plus minus so einen kleinen Messfehler, den wir entweder durch Geräterauschen bekommen, durch irgendwelche Störeffekte oder weil wir zu dumm sind, richtig zu messen. Kann ja alles passieren. Ein kleiner Hinweis noch, besonders auch bei der linken Seite, warum die Delta so schreibt. Hier meinst du? Ja. Was, hier meinst du? Genau. Ja, das ist natürlich, da hast du recht. Wir machen es dann nur mit dem Plus, das heißt einfach, dass dieses Delta B positiv oder negativ sein kann. Hier, das Plus wird vernichtet, was da eigentlich hingehört. Was tut dieser Prima da? Aber egal. Unser Fehler auf die Größe C, das ist mit der Kosinus und ich. Und unser Fehler ist ja irgendwie so, unser Fehler ist ja sowas wie diese Größe hier, ohne den Wert, über den wir eigentlich reden. Also eigentlich ist unser Fehler ja sowas wie, wenn wir hier dieses C abziehen. Das heißt, unser Gesamtfehler, Delta C, ist so dasselbe wie Del nach A von C, erste Abweichung von C nach A mal Delta A plus Del nach Del B, Delta B. Und jetzt können wir uns überlegen, ja okay, das kann jetzt irgendwie sein, so ein Fehler ist ja eigentlich immer positiv. Ne? Das könnte jetzt irgendwie sein, wenn hier dieser Term negativ wird. Warum ist Fehler immer positiv? Ja, ich kann, also es hängt ein bisschen davon ab, wie ich es definiere, aber so eine Abweichung, wenn ich sage, das ist die Distanz zwischen meinem Wert und dem realen Wert, dann würde ich sagen, das ist immer eine positive Zahl. Ob die jetzt nach oben oder nach unten abweicht, kann ich ja nicht beurteilen. Das ist sozusagen meine Unsicherheit. Also wenn ich hier so einen Wert A habe, ah, okay, verstehe. Weiß ich halt nicht, ob ich nach oben oder nach unten abweiche. Ja. Und deswegen sage ich, ein Fehler ist erstmal ohne, Vorzeichen definiert, also sondern immer positiv. Genau, und jetzt kann man sich überlegen, okay, wenn dieser Term negativ würde und dieser Term auch irgendwie negativ, dann kriegen wir einen negativen Fehler raus. Macht nicht wirklich Sinn, also sagen wir, naja, wir quadrieren den ganzen Schinken mal.
Wenn man das ist jetzt nur so eine Motivation, wenn man es korrekt herleitet, wird man auch sehen, dass diese Quadrate tatsächlich sinnvoll rausfallen aus der Herleitung. Und so haben wir so die klassische Formel, oder wenn wir es anders umschreiben, so, das ist so die klassische Formel, die man so lernt, unter anderem im Anfängerpraktikum, um so einen Fehler zu berechnen. Und diese Formel ist halt, das nennt sich dann gaussische Fehlerverpflanzung, weil wir angenommen haben, ja, wir haben irgendwie so näherungsweise normal verteilte Variablen und so, dann kann man das so machen. Das ist auch eigentlich ganz schön, das probieren wir jetzt mal aus. Es gibt nämlich eine Alternativvariante. Machen wir das doch mal mit... nehmen wir mal A ist sowas wie 10 plus minus 1 und B ist sowas wie 5 plus minus 2. Dann rechnen wir den Spock doch mal aus. Das heißt, unser Fehler auf C würde sein, mit den Werten von da oben, sowas wie, erste Abwendung von C nach A ist sowas wie 1 mal Delta A. Das heißt, wir haben hier Delta A Quadrat plus Delta B Quadrat. Wurzel drüber ist dasselbe wie 1 zum Quadrat. 1 plus 4 ist Wurzel 5. So. Das ist das. Und... ja, ich habe das Delta C unten, was du hergreifst, das nicht verstanden. Also, was? Wenn ich das hier? Als du es verliert hast. Warum fällt der Mittelterm weg? Also, das ist hier eine binomische Formel auf der rechten Seite. Das ist richtig, ja, das ist eigentlich eine binomische Formel. Und wir nehmen auch das Weitere noch an, genau, das ist eine Art, die ich vergessen habe, guter Einwand. Wir nehmen an, dass unsere Variablen unabhängig voneinander sind. Das heißt, wenn ich irgendwie, dass wenn ich A messe, hat das keinen Einfluss, also der Wert von A hat keinen Einfluss auf den Wert von B und andersrum. Und dann fällt dir nämlich der Mischterm weg. Weil du dann, es ist nur eine Motivation, wenn du es korrekt herleitest, siehst du dann, dass dieser Mischterm wegfällt. Also man müsste es dann eigentlich statistisch herleiten. Also diese Herleitung ist nicht korrekt, die ist falsch, sie ist nur gedacht als Motivation, um zu verstehen, warum diese Formel hier plausibel ist. Das ist sowieso nur linear aufhandlich. Da fällt dann sowieso der Term, der mit Delta A und Delta B geht, weg. Der fällt tatsächlich in dem Fall sogar auf. Also das ist alles nur eine Motivation. Ich wollte jetzt hier nicht die dicke Statistikvorlesung aufpacken, deswegen. Genau, das machen wir mal so. Man kommt auf jeden Fall auch, wenn man die dicke Statistikvorlesung auspackt und irgendwie reinsteckt, dass die beiden unabhängig sind und dass unsere Fehler klein sind, kommt man auf diese Formel und wir kriegen irgendwie da unseren Fehler. Okay, dann kann man sich jetzt überlegen, wir hatten gerade das Planck'sche Strahlungsgesetz gesprochen. Gucken wir doch mal, was hier alles fehlerbehaftet ist. Was hier fehlerbehaftet ist, ist ja das μ, ist ja das t. Und wenn wir jetzt Physics at the Frontier machen, ist eigentlich dieses h auch noch fehlerbehaftet. Wollen wir mal. Damit ist unser Fehler auf unser u. Das wird ein schwarzes Punkt. Das ist 8pi. 8pi μ. 3 geteilt durch c hoch 3 mal das zum Quadrat natürlich. Und jetzt kommt hier ganz viel Gemüse und es geht auch gerne mit dem Schief 1 durch μ hoch 3 Delta μ plus der bleibt stehen, der kommt nach oben. Sinnvoller. Die Antwort ist, ja, es geht sinnvoller.
Die Lösung ist, wir machen Monte Carlo Error Propagation. So, nehmen wir uns mal wieder hier unsere Ausgangsformel, weil ich viel zu faul bin, das da einzutippern. Brauchen wir Bit. So, das kommt hoffentlich jetzt wieder. Genau, da sehen wir immer noch unser Kosinus. Was wir halt auch machen können ist, naja, also wir haben ja irgendwie so ein paar Messwerte und wir wissen irgendwie, was der Fehler dieser Messwerte ist. Dann können wir auch einfach hingehen und sagen, okay, warum machen wir es nicht so, statt irgendwie so Annäherung zu machen, ist, wir haben so eine Verteilung und rechnen irgendwie so eine Abweichung aus und müssen wir irgendwie auch herleiten und es ist unfassbar eklig. Wir können auch einfach sagen, okay, ich habe so ein A, das ist normal verteilt, nehme ich an, hat einen Mittelwert von 10, hat einen Fehler von 1 und ich generiere mir einfach mal mit einem Zufallszahlengenerator aus dieser Distribution 1000 Werte. Kann ich machen. Und dann sage ich, okay, wir haben so ein B. Das hat einen Mittelwert von 5, hat einen Fehler von 2, generiere ich mir auch einmal so 1000 Werte. Das sieht dann so aus und sage, ups, unser A sieht dann irgendwie so aus. Das ist hier unser A. Wir haben so einen Mittelwert von 10 und wir haben so einen Spread von 1. Und das gleiche kann ich auch mit dem B machen. Das sehen wir hier auch. Das ist so ein bisschen breiter und hat den Mittelwert hier bei 5. Und jetzt kann ich aber sagen, okay, jetzt habe ich 1000 Werte von dem einen, jetzt habe ich 1000 Werte von dem anderen. Ich kann jetzt auch einfach mal die jeweils paarweise miteinander addieren. Das ist ja meine Formel, die ich hatte. Ne? Wir hatten gesagt, unser C ist irgendwie so A plus B. Das heißt, A plus B ist gleich C. Und jetzt kann ich noch so ein C mit ins Histogramm schmeißen. Und das liegt jetzt natürlich irgendwo hier oben. Das ist so ein bisschen blöd. Aber ihr könnt euch vorstellen, da haben wir jetzt... Warte mal, ich kann die Dings ein bisschen... So. Histo C. Immer noch nicht, aber man kommt so in die Nähe. Die Bits ein bisschen höher. Du machst ja auch die Bindengröße höher, nicht die Breite des Bits. Das ist richtig, das ist schon eher dämlich, da hast du recht. Das ist hart. Sehr dämlich. Ja, das ja. Ist sehr dämlich. Sehr erbärmlich verstanden. Dann reichen uns aber auch 160 Bits aus. Und schon sehen wir es viel besser. Danke für das. So, wir landen irgendwie so 10 plus 5 sind so 15. Ergibt Sinn, wir haben so einen Mittelwert bei 15. Und wir haben auch irgendwie so einen Spread. Ich meine, wir haben jetzt irgendwie zufällig Variablen ausgesucht und einfach mal paarweise unser Ergebnis ausgerechnet und haben jetzt auch eine schöne Verteilung. Jetzt können wir mal sagen, okay, was ist denn so die Standardabweichung von diesem C? Und das ist interessanterweise 2,26. Möchte mal jemand Wurzel 5 in Taschenrechner einzippen? Wir werden sehen, dass ich hier ein 2,236. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Schon eher in der Nähe. Die weichen so ein bisschen ab. Wer hat recht? Gaussische Fehlervorpflanzung oder Monte Carlo Error Propagation? Wer ist für Gaussische Fehlervorpflanzung? Einer. Wer ist für Monte Carlo Error Propagation? Niemand? Wer hat keine Meinung? Wer hat nicht aufgezeigt? Okay. Tatsächlich, die eine Hand hat recht, in diesem Falle ist... ist Gaussische Fehlervorpflanzung tatsächlich genau zu sein korrekter. Warum ist es korrekter, werden wir uns gleich mal anschauen. So, jetzt können wir uns natürlich auch eine andere Funktion nehmen. Dann machen wir das Ganze nochmal so mit Licht. So. Jetzt nehmen wir C mal als A hoch 5 plus B hoch 5. Und dann tue ich mein Planck'sches Strahlungsgesetz mal weg.
denn das ist mir gerade im Weg. Und auf das Ding habe ich jetzt noch so gar keinen Bock mehr. Okay, dann rechnen wir nochmal die gaußsche Spätfunktion für dieses Ding aus. Das war nämlich Delta C ist dasselbe wie erste Ableitung von C nach A ist 5a hoch 4 mal Delta A Quadrat plus 5b hoch 4 Delta B zum Quadrat und noch eine Wurzel. So. Dann können wir jetzt hier mal Werte einsetzen, das heißt, oh Gott, Werte einsetzen. Das an der Tafel und mit live, das geht doch nicht schief. A war 10, das heißt, wir haben hier 5 mal 10 hoch 4 mal 1 zum Quadrat plus 5 mal 5 hoch 4 mal 2 zum Quadrat und das ganze Ding unter der Wurzel und da habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf, möchte mal jemand. Schon so ein bisschen größer, ne? Also wir waren hier irgendwie bei 50.000 und hier sind wir bei 57.000. Wer hat recht? Wer ist dafür, dass die gaußsche Spätfunktion recht hat? Eine Hand. Wer ist dafür, dass die Monte-Carlo-Spätfunktion recht hat? Zwei Hände. Wer hat keine Meinung? Ganz viele Hände. Wer hat nicht aufgezeigt? Passt. In diesem Fall hat die Mehrheit recht. Gaußsche Spätfunktion ist kacke. Monte Carlo Error Propagation hat recht. Tatsächlich ist es so, wenn man darüber genau ist, Monte Carlo Fehlerfortpflanzung hat immer recht. Warum hat die gaußsche Fehlerfortpflanzung hier jetzt unrecht? Nicht. Was haben wir bei der Monte Carlo Fehlerfortpflanzung gemacht? Wir haben gesagt, okay, wir generieren mal zufällig Werte, ganz viele, und rechnen dann jeweils mal so Cs aus. Und was da rauskommt, ist eine neue Distribution, von der können wir sagen, okay, die hat eine bestimmte Form, damit hat sie diesen Fehler. Was wir bei der gaußschen Fehlerfortpflanzung gemacht haben, ist, wir haben gesagt, okay, wir haben hier unseren linearen Term und hier quadratische Term braucht doch keine Sau. Haben wir einfach weggeschmissen. Und warum funktioniert das jetzt da so gut? Und dann nicht mehr. Naja, was wäre denn der nächste Term hier gewesen, den wir noch gebraucht hätten? Das wäre, nach Delta B von C Delta B Quadrat. Das wäre die zweite Ableitung von C nach B gewesen. Was ist die?
erste Ableitung ist 1, zweite Ableitung ist 0. Das heißt, für den linearen Fall fällt dieser Term tatsächlich von selber auch weg. Für den Fall da, mit b hoch 5, fällt der halt nicht mehr weg. Da ist nämlich zweite Ableitung entsprechend 5b hoch 4, 20b hoch 3. Das heißt, der Term fällt nicht mehr weg. Das heißt, wir gehen da wirklich hin und sagen, wir werfen einen Wert weg. Wann dürfen wir das machen? Wann ist es plausibel? Naja, unser Argument war, der Fehler ist doch sicher klein. Und wenn der Fehler einfach klein genug ist, sagen wir, der Term hier wird sicherlich schon klein genug sein, dass er uns nicht stört. 10 plus minus 1 ist jetzt schon so 10% Fehler, weil jetzt von klein zu sprechen, ist doch okay, vielleicht, kommt drauf an, was man ausrechnen will, eigentlich nicht. 5 plus minus 2, da sind wir schon echt bei so 30% Fehler, und das ist schon gar nicht mehr so wenig. Da wäre ich mit, das können wir weglassen, vor allen Dingen, das ist ja nur der erste Term, den wir weglassen. Danach kommt auch hier Delta B hoch 3, Delta B hoch 4 und so. Und deswegen funktioniert gaussische Fehlerfortpflanzung nur, wenn man wirklich kleine Fehler hat. Und wenn man weiß, dass sich die Ableitung von seiner Funktion die Scheiße verhält. Denn nur unter diesen Aspekten können wir diese hinteren Termen tatsächlich weglassen. Das heißt, wenn man irgendwie etwas hat, wo man irgendwie einen Wert von 30 hat und irgendwie einen Fehler von 25, dann sollte man gaussische Fehlerfortpflanzung nicht benutzen, eigentlich. Darf man nicht benutzen, weil eben die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Auch wenn das in manchen Praktikumsskripten so drinsteht. Monte Carlo Error Propagation dagegen funktioniert immer. Und wenn man einfach nur die Zahl seiner Samples hinreichend hochwählt, dann ist es auch quasi beliebig präzise. Genau. Ein weiterer Punkt, warum man Monte Carlo Error Propagation benutzen will und warum die Formel so nicht für alles funktioniert. Was passiert denn, wenn irgendwie die Werte nicht unabhängig voneinander sind? Also wir haben schon mal gesehen, wir brauchen irgendwie kleine Fehler und wir brauchen Ableitungen, die nett zu uns sind, dass sie nicht doch irgendwie diesen Term noch ganz groß machen. Ein weiteres Problem, was wir haben können, ist, dass wir Fehler haben, die nicht unabhängig sind. Was heißt das? Ich hab da mal was vorbereitet. Bums. Wir brauchen Beamer. Kein Licht. Ich habe mal wunderschönerweise so ein paar Punkte an die Wand gekopft. Das sind jetzt einfach, ich habe hier einfach um 0 rum so ein bisschen was, eine Richtung gesampelt und dann noch so eine andere Variable gesampelt. Und offensichtlich sind die also mehr oder weniger unabhängig. Ich habe hier irgendwie so eine gleichmäßige Verteilung und ich habe hier irgendwie so eine gleichmäßige Verteilung und das ist so überall alles was gelandet. So sieht das aus, wenn unsere Variablen unabhängig voneinander sind. Denn quasi, man könnte das so ansehen, wenn ich hier irgendwie wandere, bleibt meine andere Variable konstant, mehr oder weniger. Und in der anderen Richtung ist es halt genauso. Wenn das nicht der Fall ist, sieht das so aus. Wir sehen offensichtlich, wenn ich hier große x sample, kriege ich automatisch auch mit wesentlich höherer Wahrscheinlichkeit große y's. Und genauso, wenn ich bei kleinen x sample, kriege ich mit wesentlich größerer Wahrscheinlichkeit auch kleine y's. Die hier sind damit offensichtlich nicht mehr unabhängig voneinander. Wie kann man das nun lösen? Man kann das in beiden Fällen lösen. Im Falle von gaussischer Fehlerfortpflanzung, Licht, kriege ich nämlich jetzt noch so einen Term dazu, der irgendwie sowas sagt wie der noch sowas sagt, statt dass wir irgendwie Del nach Del B
von c zum Quadrat mal Delta c mal Delta b haben, bekommen wir, das sind so die Terme, die wir bisher so haben, und im Fall für den Variablenabhängigen bekommen wir hier einen neuen Term dazu, und zwar Delta a von c mal Delta b von c. Das heißt, wir dürfen noch viel mehr, und jetzt haben wir hier dieses Delta ab. Das ist jetzt quasi die Abhängigkeit mit den Variablen und der Fehler darauf. Man sieht, das wird einfach nur noch schlimmer. Wir denken an dieses gaussische Strahlungsgesetz. Wir haben irgendwie noch einen hässlichen Term hinten dran. Und das will man einfach nicht. Bei Monte Carlo Error Propagation, naja, man samplet halt einfach Kovariante. Das kostet auch nichts mehr. Problem gelöst. Und deswegen ist Monte Carlo Error Propagation geil. Und das da nicht. Und deswegen will man das einfach immer machen. Noch dazu, wenn man sich mal hier an den Ableitungsboost von eben erinnert, wenn man sich einmal verrechnet, ist halt die Formel für einen Eimer. Und man kann, also wenn man einen Fehler nicht findet, hat man halt einen falschen Fehler. Und falscher Fehler ist in der Wissenschaft heutzutage noch viel schlimmer als falscher Wert. Falscher Wert ist ja offensichtlich. Aber falscher Fehler, ach du liebe Zeit, häufig geht es dann gar nicht mal mehr darum, stimmen die Werte überein, sondern wie viel Standardabweichung muss ich denn weggehen, dass unsere beiden Ergebnisse irgendwie übereinstimmen. Deswegen ist der Fehler eine ganz wichtige Sache. Und wenn man halt so ein Monstrum ableiten muss, wie hier das Planck'sche Strahlungsgesetz, dann kann man sich auch gleich die Kugel geben. Oder man nimmt einfach Monte Carlo Error Propagation und generiert einfach einen Haufen von Werten und steckt sie ineinander und freut sich. Und hat vor allen Dingen nicht so Probleme mit, dass man irgendwie auf kleine Fehler achten muss, auf kleine Ableitungen achten muss und auf irgendwie nicht kovariant achten, doch nicht auf kovariant sollte man achten. Aber die Probleme hatten halt alle nicht und deswegen ist Monte Carlo Error Propagation geil und das, was man machen möchte. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Eine Hand dahin. Das Ganze funktioniert halt nur dann gut, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn du ein recht gutes Gefühl dafür hast, welche Verteilung vorliegt und wo du einen Fehler abschätzen kannst. Sehr guter Punkt. Das funktioniert nur dann gut, wenn wir müssen natürlich noch zwei Dinge haben. Wir müssen einmal wissen, wie ist unser Fehler verteilt. Dazu brauchen die beziehungsweise die Verteilung. Die Verteilungsfunktion, die müssen wir kennen. Das ist richtig. Vorteil von Monte Carlo Error Propagation: gaussische Fehlerverfassung nimmt immer gaussische Formen an. Wenn ich irgendwie so eine Fehlerverteilung habe, also so eine Distribution habe von meiner Variable a, so irgendwie, das geht mit gaussischer Fehlerfortpflanzung potenziell völlig in die Hose. Monte Carlo Error Propagation ist halt egal, das sample ich einfach von dieser Distribution und das funktioniert. Das heißt, ich kann, die Fehlerverteilung muss ich kennen, ja, immer. Wenn ich die nicht kenne, kann ich auch nur so semi-guten Fehler abschätzen. Oder man macht es wie die Physiker, ist schon alles gaussisch. Aber ja, die Fehlerverteilungsfunktion muss bekannt sein und da hat man eben die Möglichkeit, dass man von beliebigen, von lognormalverteilten, von normalverteilten, keine Ahnung, aufs Papier gespuckten Verteilungen beliebig samplen kann und es funktioniert. Vorausgesetzt, man hat genügend Messwerte. Aber wenn ich nicht genügend Messwerte habe, dann ist halt mein Ergebnis kacke, aber das wäre es halt sowieso. Ja, genau. Das war die eine Sache. Die zweite Sache war. Die Fehlerabschätzung. Also genau. Plus, minus 1, was du jetzt da stehen hast, das bezog sich ja in dem Fall auf die Normalverteilung und eine Standardabweichung. Wenn du so eine Verteilung des Guten angemalt hast, hast du ja keine Standardabweichung. Das heißt, das ist ein Fehler irgendwo anders hin. Wobei, ob ich da keine Standardabweichung hätte, wäre nochmal zu diskutieren. Ja, beziehungsweise die Definition der Standardabweichung. Als Wurzel der Varianz funktioniert potenziell tatsächlich auch für diese Verteilung. Ich kann das als statistisch kann ich tatsächlich eine Varianz für diese Verteilung angeben, vielleicht. Das kann auch schief gehen, aber das könnte tatsächlich funktionieren. Aber ja, natürlich, ich muss ungefähr wissen, in welcher Größenordnung mein Fehler ist. Das muss ich abschätzen. Aber das, wie gesagt, das ist auch wieder so eine Sache, die muss ich halt immer abschätzen, wenn ich die nicht habe. Dafür gibt es ja Statistik. Genau, dafür gibt es Statistik. Oder ich schätze es halt manuell, wenn ich sage, wie stark pendelt irgendwie das, was ich messe. Das kann man, wenn man im Labor halt Dinge misst, kann man auch ungefähr sagen, okay, wie genau kann ich es ablesen und darüber dann schon den Fehler definieren. Ja, aber die beiden Sachen muss man reinstecken. Ja. Eine weitere Frage, einfach nur
wenn ich, da ich das Ganze ja basierend auf zufällig gewählten Samples mache, ist es ja eigentlich relativ robust, weil ich dann halt zufällig ein bisschen daneben sample. Und dann wäre es mir halt egal, ja. Meistens sample ich halt so viel, dass es sich dann statistisch wieder rausheben sollte. Und das heißt, wenn ich natürlich irgendwie auch im Rechner einen sehr kleinen Fehler reintacke, hier, kann ich natürlich, oder hier was sehr Kleines wählen, kann ich natürlich ein Rundungsproblem laufen. Dasselbe Problem kann ich natürlich auch haben, wenn ich die Verteilung habe, dass die einzelnen Punkte dann gerundet werden. Das ist ein Grundproblem, das wird man nur so semi-los. Aber wenn ich ohnehin schon alles zufällig sample, könnte es sein, dass ich dann vielleicht Glück habe, dass es sich statistisch einfach wieder rausmittelt. Weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann danke ich für eure Aufmerksamkeit, wünsche noch einen angenehmen Abend und bis später.